schätzen. Also, lol, Doggy hat natürlich gebaut. ich möchte doch hier für euch schön strippen. Yo, Leute, und willkommen zu einer neuen Aufnahme, zum zweiten Part von Minecraft Level Up. Und mit dabei ist wieder der Bums Doggy, der Gauk und ich. Hallo. Und der Baum, wie ihr seht, ist jetzt weiß geworden. Ich hab einen String bekommen. Oh mein Gott, cool. Ja. Echt nice, ich auch. Ja. Das war zu wenig, okay. Das ist viel zu wenig, was wir haben. Lol. Egal, warte, ich mach mir jetzt einfach mal eine Holzaxt, damit ich... Das mach ich mir auch gerade, ja. Ja. Nilo, wir haben einfach die gleichen Gedanken, wir sollten heiraten, ohne Witz. Und ich habe jetzt auch einen Shader drin, wie ihr seht, Leute. Und boah, ich hab gerade richtig risky Move gemacht. Ich bin durch dich durchgelaufen, hab immer noch weitergeschlagen. Heißt, ich hätte gerade Bumsdorgi vielleicht was umgebracht. Wir müssen echt aufpassen damit, wir müssen richtig aufpassen, Leute. Ja. Es kamen auch schon die ersten Tipps rein zur ersten Folge und ja, heute, Leute, gibt's das wichtigste Thema, das will ich gleich am Anfang ansprechen. Wie schauen die Regeln aus? Und ihr könnt dabei, oder wir türken dabei den Baum an und ich lese kurz mal ein bisschen vor, wie es ausschaut mit Minecraft Lab Up. Wie wird das Ganze laufen und ob es da World Saves gibt und alles mögliche, das werden wir jetzt nämlich heute beantworten. Und ja, also Minecraft Level Up, ihr wisst ja, ist ein Projekt von dem Modpack Sky Factory 2, also jeder, das wissen wollte. Und ja, wir haben es so überlegt, dass wir ab dem siebten Part, also wenn der siebte Part online ist, dass diese Person, die diesen siebten Part hat, ein Herz bekommt. Jetzt sage ich, jetzt fragen sich viele, hä, wieso die Person dann hat, weil es kann sein, dass vielleicht eine Person an dem Tag kein Video schafft, vor allem jetzt sind bald die Games kommen und Video Days und so, und zum Beispiel Bumsdorgi ist in längerer Zeit weg und so, man kann vielleicht nicht so viel vorproduzieren, dass man vielleicht ein Part an dem Tag nicht schafft. Heißt, vielleicht bin ich sieben Parts und er noch sechs Parts. Deswegen, jede Person, die immer sieben Parts schafft, Beispiel 7, 14, dann 21, ihr wisst, was ich meine, so, da gibt es dann immer ein Herz dazu, ja. Dann der nächste Punkt ist, auch ab jedem siebten Part gibt es einen World Save. So, wir haben ja gesagt, wenn man stirbt, wenn einer von uns stirbt, wird die Welt zurückgesetzt. Egal, wer es ist. Einen Moment, Doggy. Oh, ja. Lass die Blätter dran. Lass die Blätter dran. Oh, naja, ja, für den Wurm. Und da. Pflanz mal einen neuen Baum. Habt ihr einen Wurm überhaupt? Nee. Ja, ich hab zwei. Achso, okay. Ja, das Ding ist halt, dass wir gesagt haben, wenn einer von uns hier, beispielsweise ein Bumsdorgi stirbt, wird die ganze Welt zurückgesetzt. Heißt, es muss nur einer sterben. So. Und es wird sein, dass wir später dann mal getrennt aufnehmen werden. Heißt, wir werden nicht immer im Team aufnehmen, sondern es wird dann ein bisschen größer werden, jeder wird sein Haus haben und so und alles wird ein bisschen, ja, größer auf jeden Fall werden, zu dritt. Und da haben wir uns dann gedacht, wenn wir wirklich nie so machen, dass es kein World Save gibt und wir beispielsweise dann 100 Parts gemacht haben und einer stirbt dann auf einmal, ist alles reset und wir kriegen nichts mehr zurück, ist einfach sehr viel zu brutal, vor allem wenn wir zu dritt spielen, einer passiert aus den Fehlern, dann werden die andere Person betroffen. Und natürlich, sieben Parts dazwischen sind auch viel, also das darf man auch nicht unterschätzen. Also, lol, Doggy hat natürlich gebaut. ich möchte doch hier für euch schön strippen. Sieben Parts darf man auch nicht unterschätzen, also sollte man noch am vorherigen Tag sterben, sind die vorherigen Parts sozusagen zunichte und man muss alles wieder von vorne anfangen bis zum letzten World Save, also man darf das nicht unterschätzen. Trotzdem eine sehr große Challenge, würde ich mal sagen, und vor allem wenn man getrennt aufnimmt, es kann immer mal was passieren, Leute. Ja. Monster Farm, Creep, also das Modpack ist so groß, Leute, ihr glaubt es gar nicht. Also deswegen, ab jedem siebten Part gibt es ein Herz und ab jedem siebten Part gibt es auch ein World Save. Und jetzt kommen wir auch zu den Upload-Tagen, wo eigentlich an den Tagen kommt sozusagen nicht zu 100% ein Video, aber an den Tagen kommt ein Video, nicht an den anderen Tagen. Also es gibt insgesamt 7 Tage in einer Woche und wir laden 5 Parts in einer Woche hoch. Heißt, 5 Tage in der Woche könnte oder kann halt ein Video kommen. Bei mir wird es eigentlich zu 100% so der Fall sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist. Das könnt ihr auch gerne nochmal schnell erzählen, bloß ich werde einfach wirklich die Fakten gerade kurz rüberbringen. Also, die Upload-Tage sind Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag, ja? Mhm. Genau. Und das sind halt sozusagen die Upload-Tage, an denen, also es kommt an keinem, es kommt nur beispielsweise an keinem Mittwoch oder an keinem Sonntag ein Video. An den paar Tagen wird kein Video kommen zu 1000000%, nur an den anderen Tagen. Also kommt natürlich darauf an, wie Leute das halt dann sehen, wie Doggy das jetzt hochlädt oder Gauk. Also das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden, aber an den Tagen kann ein Video kommen. Komm her, Wurm! Ich habe einen Wurm! Aber ich rede einfach viel zu viel, Leute. Ich weiß, aber das ist einfach jetzt gerade mein. Jetzt muss ich meine Hose. Muss ich meine, wie nennt man das? Meine Mates. Ach. Nein, meine Fähigkeit zu nutzen machen, weil manchmal habe ich so viel unnützige Scheiße. Jetzt kann ich endlich viel reden, aber wichtige Infos natürlich übergeben. Denn es ist natürlich für euch mega wichtig, dass wir hier, dass ihr wisst, wann ein Video kommt und wie es ausschaut. So. Gauk, kann man bei diesen Half-Slaps hier an Nilo die Seite sneaken? Ach nein, Nilo. Was?
Ich habe da Würmer reingeplantet. Ernsthaft? Oh. Das, ja. Das ist der Wurmi-Part, Leute. Wisst ihr, wie mein Thumbnail sein? Kennt ihr den Wurmi von SpongeBob? Nein. Dein grünen Wurmi mit dem Alter, kennt ihr den nicht, Leute? Schreibt in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn ihr den kennt, Leute. Und lasst einen Kommentar, wenn ihr den Wurmi von SpongeBob kennt. Nicht. Obwohl, vielleicht kenne ich den sogar, aber ich müsste vielleicht ein Bild von dem sehen. Nein, du meinst nicht diesen Rex, oder? Doch, doch, den kenne ich, den Wurm. Nein, der an die Leine da, der an die Leine da genommen wurde. Der immer so die ganze Zeit so gebellt hat. Nein. Hä? Was? Alter, wie Doggy von Marumi schreit, das gibt ja. Sorry, ich musste einfach jetzt laut genug. Nein, der Wurmi ist das von Sandy, wo sie doch einen kleinen Wurm dann hat und dann wurde zum Schmetterling und alle in der Stadt sind weggelaufen vor dem Wurm. Das ist voll der süße Wurmi, ey, ihr kennt ihn nicht, ohne Witz. Leute, wir weiter draußen den Leuten, dass ihr den kennt. Und ganz wichtig, schaut bei allen Leuten vorbei. Jetzt am Anfang ist es so, dass wir noch alle zusammen aufnehmen, weil es noch nicht viele Sachen gibt. Aber danach wird es so sein, dass wir alle ein bisschen auch getrennt aufnehmen oder mal zu zweit oder mal wieder zu dritt oder so. Deswegen schaut echt bei allen Kanälen vorbei. Wir sind alle miteinander verlinkt in den ganzen Kanälen. Ja, genau. Ja. Die Upload-Zeiten sind bei mir um 17 Uhr. Ich weiß nicht, wie es bei euch sein wird. Schaut einmal bei den Kanälen vorbei. Warte, ich würde sagen, wir jagen noch ein paar Würmchen. Komm, noch einen Baum weg. Ja, natürlich. Den müssen wir jetzt ja wegmachen, weil ich habe jetzt keinen Wurm, du. Ich habe auch noch keinen Wurm. Ich will auch einen Wurm hier haben. Ja, deswegen, jetzt hat ja keiner mehr einen Wurm entgaugt, den da vorhin rein. Echt, jetzt keiner hat einen Wurm? Ja, das heißt, ich habe die da reingeplantet und das einfach Gott. Alles abgebaut. Ja, dann müssen wir weiter bauen. Ja. Warte, ich baue schon mal was Wichtiges, nämlich, das ist schon ein nächster Step eigentlich, aber den mache ich jetzt schon, weil sollte es regnen, dann wird es sehr, sehr gut für uns sein. Ja, mach mal. Okay. Dann ist es ein Bottich. Warte, wie macht man den nochmal? Bottich? Okay, diesen, krass. Warte, wie macht man den nochmal? Ja. Zack. Ich muss sagen, ich bin ja noch voll der Noob in dem Modpack hier. Ich habe das ja noch nie irgendwo gesehen und noch nie irgendwo von mich informiert, deswegen ja. Und ich habe ja gesehen, irgendwie, es gibt ja über 600 Seiten von den neuen Items. Das ist ja echt unglaublich. Das ist brutal. Ja. Ah. Warte, wo kann ich die Wolken ausstellen? Weil die Wolken sehen bei mir sehr cool aus. Ups. Grafikeinstellungen und dann... Wow, das Feuerwerk ist so schön. So Wolken, ja, hier laut. Wolken aus, genau, weil die Wolken sehen, weil, ja, das sieht sonst ein bisschen komisch aus, weil in meinem Texturenpack ist nämlich schon drin, genau. Eine Oak Barrel ist es nämlich. Und da kann man nämlich auch, wenn es regnet, kommt da auch Wasser rein, das brauchen wir. Ganz, ganz wichtig, eine Oak Barrel sollten wir immer bereit haben, dass wir Wasser uns direkt holen können. Ah, so macht man es, genau. So, okay. Also ich habe schon einen, ja. Also man kann quasi in dem Modpack aber alles erreichen, was man in einem normalen Minecraft auch erreichen kann. Ja, bloß halt schwieriger. Beispiel ist mit der Oak Barrel, wir haben kein Wasser am Anfang. Mit der Oak Barrel können wir Wasser bekommen, wenn es regnet, kann hier Wasser gespeichert werden. Somit haben wir Wasser. Wow. Wir können damit dann schon eine unendliche Wasserquelle machen. So. Und in diesem so einer Oak Barrel kann man auch Kompost anpflanzen. Heißt, ich könnte hier jetzt, meine Saplings einsetzen. Und jetzt, siehst du, erst Composting 4%, 5%, 6%. Wir haben so viel... sozusagen Dreck reingeworfen, dass jetzt wenn es 100% ist, dass dann Dirt rauskommt. Und somit haben wir schon... Oha! Ja, das ist ja voll nice, okay. Es ist richtig gut, ey, ohne Witz. Also man kann sagen, von 0 auf 100 kommen, ja? Also, das ist ja das Ganze. Und später, also ich werde auf jeden Fall die Mob-Farm bauen, weil ich die schon richtig effizient auch gebaut habe. Die werde ich auf jeden Fall bauen. Und dort bekommt man auch so kleine Tütchen mit Belohnungen drin, wie Goldäpfel und Eisen und... Ja. Ja, krass. Okay. Hey, machst du da immer irgendwie, wenn du kommst, fängt der Baum an zu wachsen, wenn du hier so sneakst, Alter? Ja, okay, mach du mal. Ja, warte, guck. Hier, es geschieht nichts mit dem Baum. Jetzt kommst du. Wieder? Ja, siehst du? Wie unfair ist das denn? Ey, Leute, ich will einen Wurmi haben, Mann. Ich bin heute nur auf der Suche nach einem Wurmi. Ohne Witz. Ja, Wurmis forever. Wir sind Leute, wie gesagt... Lasst gerne bei jedem mal ein Like da und schreibt auch, wie gesagt, Vorschläge auch in die Kommentare und einfach eure Meinung. Wir interessieren uns für eure Meinung auf jeden Fall und wir machen das Projekt auch, weil wir uns denken, hey, euch gefällt das mal was anderes und ja, Hardcore-mäßig halten, das ist halt unser Style. Es wird aber so schief gehen, wir sind alle so. Ich habe jetzt einen Erdeblock. Ja, genau. Okay, oh mein Gott. Warte, soll ich den nicht, mal. Noch nicht. Okay, okay. Nee. Ich brauche einen Abstand und zwar 1, 2, 3, 4. Ja. 5. Ja. Dann wäre es am besten, wenn wir den Erdeblock hier hinsetzen. Warte, geh weg. Zack. Ja, aber lass dann gleich außen rum bauen, warte. Ja, klar. Okay, so, zack, perfekt.
Moment. Okay, man kann hier also bis an den Rand sneaken und man fällt nicht runter. Das ist einfach mal sehr gut, ja. Ihr dürft echt nicht runterfallen. Wirklich kein Fehler. Kein einziger Fehler. Ey, wie ärgerlich muss das sein, wenn man wegen irgendwas Dummes stirbt. Zum Beispiel so, man hittet sich auf Versehen selber oder irgendwie so ein Scheiß. Man darf echt nicht sterben, Leute. 7 Passes zumindest überleben, dann können wir World Safe machen. Ey, das ist mein Dirtblock, den habe ich jetzt angebaut. Vielleicht mein nächster Dirtblock, meine Freunde. Das geht ziemlich schnell, also wenn man den Erfolg will, dann bekommt er auch. Aber Gauk, müssen welche an zu tanzen. Ja, Gauk muss wieder twerken. Tanzen, ja. Gauk ist Miley Cyrus hier in dem Track, finde ich. Du bist eine richtige Miley Cyrus. Komm, bam. Zeig mir deine Bling-Blings hier um deinen geilen Östen hier. Also, bevor es deine Sneak-Taste fällt aus, was ist da los wäre. Oh nein. Aber ist das wirklich so, dass der Baum mit Bewegung schneller wächst? Ja. Weil du drumherum, eigentlich könnt ihr drumherum sprinten, ey. Spinnen drumherum, das ist schon, jetzt können wir es eh schon machen. Wir haben es vorher nicht gemacht, weil es zu riskant war. Das ist ja echt krass. Hier steht man auch im Weg rum. Oh ja, er ist gewachsen. Moment, erstmal hier alles weg. Vielleicht bekommen wir jetzt diesmal einen Wurmi. Ich will auch einen Wurmi haben, ey. Das ist voll der. Ich hab einen Apfel, nice. Das ist alles so wurmgeil. Kann man dem Wurmi eigentlich auch einen Namen geben? Mit so einem Nametag? Verliert ihr schon Hunger oder bekommt ihr? Ich verliere gar keinen Hunger irgendwie gerade. Hey, ich verliere schon Hunger. Verloren. Also ich habe eine halbe Keule weg. Ah, jetzt habe ich auch. Okay, ich habe auch Hunger verloren. Ich dachte so, ja, ich verliere keinen Hunger, ich bin Gott und dabei. Oh, scheiße. Ich bin Gott, nee, doch nicht. Die Äpfel lieber nicht in den Kompost anschmeißen, weil die sind wichtiger, dass wir die behalten. Erst okay, ja, dann einfach die Saplings rein. So. Oh, Gauk tut das richtig schön gestalten. Das wird echt geil, die Plattform. Ja, hier unten so ein Unterding. Sieht echt schön aus, vor allem hier mit meinem schönen, geilen Tisch. Leute, ich freue mich schon auf Regen, ey. Wenn Regen kommt, das wird so gut. Vielleicht hast du das denn weggebaut, Nilo? Hm? Das ist überhaupt nicht symmetrisch. Ja, scheiß auf das, ob es symmetrisch natürlich, ist. Natürlich, nein. Es ist genau in der Mitte, doch. Nee. Doch. Ich meine von den Abständen von dort bis dort. Ach, ist doch egal. So. Wieder mal so viele Erdblöcke, dass es uns egal ist. Ey, wir nehmen schon 12 Minuten auf, Leute, gell? Wir haben noch keinen Wurmi. Ja, Wurmi jetzt, aber ich glaube, ich habe so ein Gefühl, dass jetzt ein Wurmi kommt. Kann ich sagen, dass wir keinen Wurmi bekommen? Was ist denn hier los? Das Gefühl ist in mir. Ich hab Wurmi. Was? Ich hab Wurmi. Nein, ernsthaft? Nice. Warte mal. Lass ihn vergöttern. Ich hab ein Wurmi. Ich lege in die Mitte, Leute, ich lege in die Mitte. Warte, jetzt fangen wir vorne für immer, okay? Ja. So, okay. Freunde, für immer. Du, ich schlacht dich ab, ich geb den Wurm her, ich bring dich rum. Ja. Ich hab wie das denn abgebastelt. Wie kann man den denn überhaupt platzieren? Schlagen? Was? Leute, hat gerade ein Leck oder so gehabt. Doggy hat Lecks. Hallo? Leg den Wurm bitte wieder hin. Doch. Ja, wie kann ich den denn hinlegen? Ich mach rechtzeitig, es funktioniert nicht. Ach so. Okay. Ich hab keinen Leck. Nein, ich hab ihn nur. Wieso hat eigentlich Doggy ein Schwert gecraftet? Ja, um das Archiv mitzubekommen. Ja, ich nehme mal lieber Wurmi zu mir. Nein, komm, hier, Schwert, tschüss. Ein Schatz. Konnte ich jetzt dir beweisen, dass ich richtig bin. Schau mal zu mir, das ist gerade dramatische Szene so im Dunkeln. Ein Schatz. Spawn hier eigentlich auch Monster? Ja, ab 25 Blöcke. Spawn Monster dann außerhalb. Ja, kacke, aber wenn uns ein Skelett trifft, dann sind wir komplett tot. Wenn sie gar nicht hinschauen. Das heißt, wir müssen in dieser in dieser Grenze bleiben. Gauk werde ich den Kopf einschlagen. Gauk wird der Erste, der stirbt. Alter, was bist denn du für ein Psycho? Ich will uns den Wurmi klauen. Schlag mich einmal mit der Axt und ich bin tot, das weißt du. Gauk, dreh mal ganz kurz um, turn around, ganz kurz. Wenn er sich umdreht und ich schaue, schlag ich den Kopf ein. Geh lieber weg, Nilo. Wir dürfen sie nicht lange leben lassen. Kann unser Helfer noch sein, aber Gauk muss sterben. Da ist auch schon ein. Tamar, geht's noch? Dein Selbstgesprächen. Unser Schatz. Mein Schatz. Ich mach hier auch mal. Und ich würde damit sagen, Leute, wir haben jetzt einen Wurmi. Wir verlanzen nochmal schnell den gleich an und dann tun wir den Platz 10 und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wir haben jetzt auch schon die 14 Minuten erreicht und so wird auch ungefähr der Part immer laufen, so bis zu 15 Minuten immer. Also wir wollen es nicht übertreiben. Ja. Also wir werden niemals so 20 Minuten Parts hochladen, aber das ist sozusagen eine Straftat, sage ich mal so. Also, da ist einer. Okay. Dann platziere ich den Wurmi mal hier rein und ich würde sagen, sehen wir uns in dem nächsten Part. So hat der letzte... Ach so. Nee. Nein, das ist der Wurmi-Baum. Der letzte Part aufgehört und so hört jetzt der Part jetzt auf. Also der vorherige Part hat so aufgehört, der jetzige Part hört jetzt genauso auf wie der vorherige. Ihr wisst, was ich meine. Also wir haben Wurmi gepflanzt und dann einfach nichts bekommen. Deswegen, es wird, denke ich mal, auch sehr viel Offscreen-Arbeiten geben.
Sollte irgendwas passieren, werden wir euch immer darüber informieren. Also jeder von uns Einzelnen wird sagen, hey, wenn ich was oft gemacht habe, zeige ich euch das. Vielleicht nimmt man das auch nebenbei ein bisschen auf und tut das vielleicht kurz cutten so, dass man sagt, hey, das habe ich gemacht oder irgendwie mit einer größeren Geschwindigkeit. Also wird halt immer informiert, wenn irgendwas passiert. Also nicht, dass ihr sagt, was ist jetzt auf einmal passiert. Und wie gesagt, auf allen drei Kanälen vorbeischauen lohnt sich. Link unten in der Videobeschreibung. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, bis dann und ciao. Tschüss.